Unterwegs ans Meer. Erster Stopp, Timmendorfer Strand an der Ostsee. Einer der drei Großparkplätze im Ort. Hier an den nagelneuen Parkautomaten verfliegt so manchem bereits die Urlaubsstimmung. Ich war ein bisschen überrascht, dass man hier auf einmal was bezahlen muss. Der Parkplatz ist hier sonst immer kostenlos gewesen. Seit Jahren komme ich hierher und jetzt für ein Tagesticket wollen die jetzt auch 12 Euro haben. Also da muss ich sagen, ich bin echt geschockt. Das Huhn. Das finde ich also krass. Es gibt viele Familien mit Kindern, wenn man dann einen Tag hier an die Ostsee kommt und man kommt nicht direkt hier aus der Nähe, sondern aus Hamburg zum Beispiel, wenn man alles zusammenrechnet, Spritgeld, Parkplatzgebühren, man möchte einen Kaffee trinken, Eis essen. Ich sag mal, dann kann man sich das als Otto-Normalverbraucher, denke ich mal, in Zukunft fast gar nicht mehr leisten. Und das ist schade, finde ich. 2 Euro die Stunde, der ganze Tag 12 Euro. Dabei war es letztes Jahr noch kostenlos. Ausgedacht hat man sich das hier, im Rathaus der Gemeinde Timmendorfer Strand. Die Parkgebühren dienen der Abschreckung, erzählt uns der Bürgermeister. Wir haben das Instrument natürlich in Corona-Zeiten als Steuerungsinstrument gesehen und gesagt, das müssen wir einführen, weil wir natürlich in der Corona-Pandemie von Tagestouristen überrannt worden sind. Die Zeiten sind vorbei, aber die hohen Parkgebühren bleiben dennoch bestehen. Auch wir in der Gemeinde unterliegen der Inflation, die jeder spürt, da habe ich großes Verständnis für. Aber wenn man dann sagt, eure Parkgebühren sind zu hoch, 10 Euro tun es auch, dann reden wir über 2 Euro Differenz. Und wenn die 2 Euro dafür ausschlaggebend sind, etwas nicht mehr zu unternehmen, mit der Familie beispielsweise, dann ist das so, dann müssen wir damit leben. In Boltenhagen, 30 Kilometer weiter, muss man nicht mit ausbleibenden Besuchern wegen der Parkkosten leben. Denn am Ortseingang ist es kostenlos. Näher am Geschehen zahlt man dann aber 8 Euro für ein Tagesticket. In Büsum, an der Nordseeküste, parkt man für 10 Euro pro Tag im Zentrum. Kommen aus München, das sind die Preise gewohnt. Es gibt aber auch 2 kostenlose Parkplätze etwas außerhalb. Wer den Timmendorfer Parkplatzpreisen entgehen möchte, kann mit der Bahn anreisen. Auch Büsum ist umweltfreundlich mit dem Zug erreichbar. Boltenhagen hat keine Anbindung an die Schiene. Wer an den Strand will, wird wieder zur Kasse gebeten. Kurtaxe. In Büsum zahlt man 3 Euro pro Person. Bekommt dafür aber auch Watt. Oder feinen Strand in der Familienlagune sowie eine moderne, gepflegte Infrastruktur. Der Strandkorb kostet 10 Euro pro Tag. Preis-Leistung stimmt hier wunderbar. Die Strandkörbe mietet man in Büsum direkt von der Gemeinde. 10 Euro pro Tag sind in unserem Vergleich am günstigsten. Dafür ist die Kurabgabe in Boltenhagen mit 2,50 Euro preiswerter. Weitläufig, neue Promenade und der Blick auf die Steilküste. Der Strandkorb ist etwas teurer, 12 Euro pro Tag. Für diesen Urlauber aber noch ein fairer Preis. Hier ist es noch gut. Woanders scheint es teurer zu sein. Im Gegensatz zu Büsum an der Nordsee übernehmen die Vermietung in Boltenhagen private Unternehmer. Einer von ihnen ist Ulrich Sager. So. Das ist ein ganz schlechtes Jahr für uns. Weil die Gäste sind nicht so, wie sonst die vergangenen Jahre hier in Boltenhagen. Und man hält auch mehr das Geld zusammen. Seit 4 Jahren hat Sager die Preise nicht mehr erhöht. Steigende Ausgaben haben wir auch natürlich. Wir sagen zu uns, wenn wir jetzt noch mehr erhöhen, dann nehmen die Leute noch weniger die Körbe. Also lieber Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ein schmaler Grat für Unternehmer. Im Kurhaus blickt man trotz steigender Preise optimistisch in die Zukunft. Wir sind natürlich auch, glaube ich, ein bisschen durch die Pandemie verwöhnt. Ja, das war ja tatsächlich so, dass man quasi fast nur einen Schalter umlegen musste, gefühlt, und dann war der Ort voll. Klar, das Geld sitze vielleicht jetzt nicht mehr ganz so locker, aber die Buchungszahlen seien nach wie vor auf einem hohen Niveau. Gerade auch in diesen Zeiten stellt man fest, wie wichtig, wie gesellschaftlich wichtig auch der Urlaub ist. Und es wird nicht am Urlaub gespart, sondern es wird für den Urlaub gespart. Wie schaut's in Timmendorf aus? Zur Gemeinde zählt auch der Ortsteil Niendorf. Hier gibt es noch einen kostenlosen Freistrand.
Direkt am Timmendorfer Strand kostet die Kurabgabe aber auch wieder 3 Euro wie in Büsum. Da nehmen sich Ost- und Nordsee nichts. Der Strandkorb in zentraler Lage schlägt mit 17 Euro zu Buche. Da nimmt so mancher lieber Platz im Sand. Ist schon viel, das stimmt. Also 10 Euro hätten auch gereicht. Reicht hier nicht, erklärt uns der Vermieter. Sag mal, so ein Strandkorb kostet mittlerweile, also über die letzten 3 Jahre, so 25-30% teurer geworden in der Beschaffung. Lagerkosten ist auch anders, als es noch vor 10 Jahren war. Und der Lohn, das wissen wir alle selber, dass das weiter gestiegen ist und so die Nebenkosten auch. Auch im Ort kann man ohne Probleme viel Geld loswerden. Teure Boutiquen, mondänes Flair, Schmuck für mehr als 10.000 Euro. Die Kugel Eis kostet hier 2 Euro. Vor der Kamera mit uns sprechen möchte man nicht. Die Herstellung sei teurer geworden. Hinzu käme die hohe Miete. Immerhin? Das Eis schmeckt sehr gut. Auch das Fischbrötchen kann hier teuer werden. Matjes für 6,90 Euro. Ziemlich pricey, findet auch der Bürgermeister. Wir haben gerade eine Entwicklung, auch in Timmendorfer Strand, die mir nicht gefällt, dass wir eine Preissteigerung in vielen Bereichen haben, die ich nicht für notwendig erachte. Fairerweise muss man sagen, dass Timmendorf auch anders kann. Die Kugel Eis für 1,50 Euro oder das Fischbrötchen für 3,80 Euro. In Boltenhagener Strandlage zahlt man schon 4,50 Euro für einen Edelmatjes. Im Stadtzentrum und am Hafen wird's günstiger. Eis gibt's auch. Die Kugel 1,80 Euro. Die günstigsten Fischbrötchen im Vergleich finden wir in Büsum. Matjes 3,50 Euro, Backfisch 4,50 Euro. Es ist hart kalkuliert, aber wir machen alles selber und da geht's noch. In Büsum herrscht reger Konkurrenzkampf. Es reiht sich Restaurant an Restaurant. Die Kugel Eis gibt's für 1,80 Euro. Fazit: Schön ist's überall. Timmendorf bietet viel für dicke Portemonnaies, kann aber auch anders. Der Ostseenachbar Boltenhagen punktet mit Strand und Ausblick, preislich eher im Mittelfeld. Wer aufs Geld und aufs Watt schauen möchte, der findet in Büsum an der Nordsee sein Glück.